Zurück im Studio noch nicht mit dem Romano Bargetti und mit der Analyse von dem ersten Drittel, sondern auch wir schnaufen schnell durch, weil schnell die Lupe wieder zurücknehmen und das grosse Ganze anschauen mit einer alten Legende, mit dem Richard Stucki. Guten Abend. Guten Abend. Aufstieg mit Aschua, nicht gegen Olten, aber Olten ist dort runter, 92. Aufstieg mit Olten, nachher im 93. Die Gefühle, die man hier so gerne hat und sich gerne zurückerinnert, das weißt du alles oder kennst du alles bestens? Ja, das kann ich mich schon noch erinnern. Das waren natürlich auch bleibende Eindrücke. Tut man sich zwischendrin auch gerne wieder erinnern, ja. Und auf der anderen Seite, und manchmal muss man Geschichten, auch wenn sie wehtüchlich am Leben erhalten, indem man sie von Zeit zu Zeit wieder erzählt. Wie war das mit dem Abstieg bis jetzt letzte von Olten, bis seit 1994 nicht mehr hochgekommen, mit dem 8. März, mit dem entscheidenden 13. Penalty von Victor Müller gegen Olivier Anki? Ja, das ist, auch das ist eine bleibende Erinnerung. Genauso wie es an der Freude gemacht hat, ist das natürlich immer noch ein Moment, wo man zurückdenkt und wo einem, also mir geht es so, wo einem ein bisschen mit Bitterkeit erfüllt. Die Serie hätte man vielleicht nicht unbedingt müssen verlieren müssen. Aber schlussendlich auch haben wir zu viele Fehler gemacht. Und mit dem tun wir das auch wieder abhaken. Der Trainer, lieber, ja. Kennt der Unke. Der Kevin Schläpfer, auch im Team, hat der doch gescored wie verrückt in dieser Serie vor allem. Hast du mit dem einen oder anderen noch Kontakt aus diesem Team? Mit einem Kevin Schläpfer in dem Sinne nicht fixer Kontakt, aber wir laufen uns etwa auf einer Eisbahn über den Weg oder auch Trainerausbildung haben wir uns, sind wir uns natürlich auch schon wieder mal begegnet. Und von dem her, mit dem einen oder anderen aus dieser Zeit habe ich immer noch zu tun. Beat Ebischer, Victor Müller natürlich auch, wohnt ja hier in der Region. Und von dem her, ja, teilt man die Erinnerungen miteinander. Auch weil du ja heute Scout bist von der ZSC Lions, oder? Weil das mit der Legende noch schnell aufrollen. 16,5 Jahre bei Olten insgesamt, ein Jahr bei Aschua zwischendrin. Letzte 6 als Captain, dann direkt 5 als Assistenzcoach. Jetzt als Scout bei der ZSC Lions, was hast du da für Aufgaben? Ja, to scout, das ist das Verb für ausspähen, spionieren, und das trifft eigentlich die Tätigkeit ziemlich genau. Wir den Spieler beobachten, sie einschätzen, bewerten und in die Planung von der Mannschaft einbeziehen, also weit voraus auch meistens, immer 2-3 Jahre voraus, weil zum Beispiel das Team für nächstes Jahr, jetzt bei der ZSC Lions, das steht eigentlich schon. Mhm. Jetzt bist du vorgestern auch schon gesichtet worden von unserem Kommentator, vom Hagi. Heute bist du jetzt hier wegen uns oder auf wen bist du da angerichtet worden? Abgerichtet? Gut, Scouting, das ist ein diskretes Geschäft. Von dem her ja, kann ich da keinen Namen nennen, aber es hat bei beiden Mannschaften verschiedene Spieler, jüngere Spieler, wo wir einfach auf dem Radar haben und wo es einfach dazugehört, dass wir ihren Weg, ihre Entwicklung ja, regelmässig beobachtet. Dann fragen wir doch ganz allgemein, wie hast du das erste Drittel gesehen? Ja gut, es ist ein bisschen hin und her gegangen. Eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl nach dem Ausgleich, aber es sind einfach auch eben zu viele Fehler passiert, jetzt auf Oldner-Seite. Es wird schwierig, wenn man nicht die Fehlerquote reduzieren kann, jetzt in den nächsten 40 Minuten. Das wäre in dem Fall im zweiten Drittel einfach Fehler ausmachen. Genau. Jetzt ist Olten, hat man noch diese Saison und nächste Saison, wo man aufsteigen kann. Dann weiss man noch nicht, was passiert. Diese Saison ist schwierig. Wie siehst du die Zukunft von Olten dieses nächste Jahr? Ja, ich denke, man müsste probieren, wenn man wirklich will aufsteigen, müsste man es jetzt probieren, oder? Aber weil nachher denke ich, wird es schwer. Ich denke, es gibt vielleicht noch 2-3 andere Baustellen. Die Nachwuchsbewegung müssen wir unbedingt erstarken. Ich sehe eigentlich nicht, wie man ohne ganz starke Nachwuchsbewegung nachhaltig in der Nationalen Liga, National League bleiben. Ich hoffe, die Verantwortlichen, ohne ihnen zu nahe zu treten, sehen es ähnlich. Genau das ist der Moment, wo ich eigentlich noch gerne ein Drittel lang mit dir, mit euch, Legende tut mir sitzen, würde weiterreden. Richard Stucki, herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Merci, danke. Wenn ihr schon da